wollen den längsten Bev-Drift der Welt ins Guinness-Buch der Weltrekorde eintragen lassen. Es hat tatsächlich ja noch niemand mit einem Batteriefahrzeug so einen Versuch gestartet. Das heißt, jetzt heute geht es wirklich darum, hält das Auto, was es verspricht? Ist es wirklich das sportlichste Batteriefahrzeug? So today, Porsche is attempting to set a new Guinness World Records title. For the longest vehicle drift in an electric car. Okay. I am here to verify the evidence, to witness the attempt from Guinness World Records perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She's a very accomplished driver. Zum allerersten bin ich Prüfingenieurin bei der DEKRA und kümmere mich um Fahrzeugabnahmen und die Verkehrssicherheit und Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges. Und als zweites bin ich in meinem Privatleben zweifache Europameisterin im Driften, also beste Frau. Daher als Expertin jetzt hier. We're here to witness the Guinness World Record attempt by Dennis Ritera of the Porsche Experience Center Hockenheimring. He's attempting the longest vehicle drift in an electric car. Ja, gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Ganz genauso als Auto quer haben erstmal, Heckantrieb, also 2WD, Taycan 2WD. Das heißt, wenn ich in einem Drift bin und ich gebe zu viel Gas, sag mal, dann drehe ich mich. Kein Gas geht eigentlich wieder gerade. Also damit hauptsächlich steuere ich das Fahrzeug und dementsprechend auch mit der Lenkung unterstütze ich da. Jetzt habe ich mich auch wirklich konzentriert, dass ich nicht, wenn ich einen Driftwinkel größer haben möchte, mehr Gas nehme, das kann man machen. Habe ich mehr Verbrauch. Das Ziel war jetzt, so wenig wie möglich Verbrauch, um so lange wie möglich zu fahren, habe ich wirklich auch die Lenkung da auch genutzt, um nach innen zu lenken, dass das Heck mehr rumkommt und da versucht, so effizient wie möglich damit rumzufahren.